Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 16. November. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen wieder auf den Markt schauen. Heute in einem kleinen Mix, nämlich hier mit einem Währungspaar und einem Rohstoff. Denn Sie wissen genau, dass der kanadische Dollar hier immer eng mit dem Öl verknüpft ist, genau wie auch die norwegische Krone. Hier einen sehr, sehr engen Korrelationsfaktor aufweisen in Sachen der Bewegung beim Öl. Und ja, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, auch Loni bekannt, hat hier schon eine gewisse Abstraktion, was das angeht. Und deswegen sollte man auch durchaus immer mal beide in die Beschau nehmen. Grundsätzlich erstmal zum größeren Bild beim Loni. Wir haben hier die Situation, ja, dieser starken Aufwertungsphase im Sinne dieser Untertassenformation, buchstäblich eine Bilderbuchformation. Das wissen Sie als Zuschauer vom JFD-Devisenradar, da wir das schon lange im Fokus hatten und es wurden hier die Ziele auf der Oberseite längst abgearbeitet. Letztlich hier dieser finale Spike mit Beginn des Jahres 2016 hier über die Marke von 1,45 war beim Loni so die Händlerbezeichnung beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Dann sozusagen der Hochpunkt und dann ging es ja hier massiv rasant nach unten. Also der US-Dollar verlor hier massiv an Wert und der kanadische Dollar im Gegenzug gewann. Was tat WTI während dieser Zeit? Nachdem im Sinne des großen Abwertungsprozesses bis Ende 2015, Anfang 2016 hier Preise unter 30 Dollar je Barrel markiert wurden, kam es dann hier zu einer Erholungsbewegung. Und das ist der Korrelationseffekt, der sich hier durchaus immer wieder auch in den Preisverhältnissen niederschlägt. Ergo, wenn der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar an Wert verliert, sprich der US-Dollar abwertet und der kanadische Dollar aufwertet, dann ist das ein positiver Bias für Öl. Und da schließt sich sozusagen der Kreis, da steigende Ölpreise gut für die Rohstoffwährungen sind, wie dem kanadischen Dollar oder auch der norwegischen Krone. Und jetzt zuletzt hier, wenn wir uns den Ölpreis mal anschauen, das hatten wir auch im JFD Live Trading TV und bei dem einen oder anderen Artikel sehr gut einfangen können, gab es hier diese Doppeltop-Formation. Und geradezu buchstäblich das WTI-Öl hier im Oktober sozusagen dieses Level nochmal getoppt, mehr oder weniger, dann mit diesem kleinen Spike hier am 19.10. sozusagen auch ein neues Mehrmonatshoch gemacht, um sozusagen hier wirklich alle Stops auch in Anführungszeichen abzufischen. Also ein kleines Fake-Signal per Tagesschluss, dann aber unter dieser Widerstandszone hier von rund 51,90 Dollar geschlossen. Und dann ging es hier eben sehr, sehr rasant ab. Erstes Korrekturziel war hier die Zone um 47,50, 47,70. Da segelte der Ölpreis durch und tatsächlich hat es hier gelangt bis zu einem Test der Marke hier um 43,50. Seither sahen wir insbesondere gestern hier einen starken Erholungsimpuls. Auch das haben wir mehr oder weniger, ja, antizipiert, zumindest mal angenommen. Und jetzt ist die große Gretchenfrage beim Öl, wie es hier natürlich jetzt weitergeht. Wir haben auf der Südseite diese Unterstützung 43,50. Es darf gesagt werden, wenn der Ölpreis hier drunter sacken sollte, dann wäre das sicherlich ein Verkaufssignal und dürfte weitere Preise in Richtung 40 Dollar je Barrel begünstigen. Der Witz an der Sache, technisch könnte ich mir das durchaus vorstellen, obgleich saisonal hier eine andere ja, Schlagzahl eingeschlagen werden darf. Sie sehen oder sagen gerade den saisonalen Verlauf der kommenden 40 Tage für den Loni. Hier beim Öl praktisch die entgegengesetzte Richtung. Sie sehen, mit Schwankungen bis in den Dezember hinein haben wir dann im Dezember eine tendenzielle starke saisonale Aufwertungsphase vor uns. Und das darf beobachtet werden, wie sich das hier niederschlägt. Erstmal zwischen 47,70 und 43,50 mehr oder weniger eine Range. Das sind aber die Key Levels, die Sie hier beim WTI-Öl auf jeden Fall mal im Kopf haben müssen. Oh, den fahrt nochmal weg. Einen neuen hin. So. Das letztlich die Key Levels, die ich hier im Fokus halte. Und dazwischen, meine lieben Zuschauer, ist es mehr oder weniger eine gewisse Range, die wir hier sehen und die man erstmal abwarten sollte, wo sich der Preis denn dann letztlich hin entwickelt. Aber entgegen der Saisonalität könnte es mit einem neuen Tief hier unterhalb von 43, unterhalb von 42,90 Dollar durchaus zu einer weiteren Schwächephase kommen, was im Umkehrschluss hier den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, und da gehen wir jetzt wieder zurück, natürlich aufwerten lassen dürfte. Ja, also wir haben ja auch hier unlängst die weitere Aufwertung gesehen, auch das wurde ja präferiert. Sehen Sie auch hier in einem oder in dem Big Picture, dass wir hier tendenziell durchaus nochmal Preise in Richtung 1,40 erwarten können. Das, wie gesagt, wurde sozusagen eingeschlagen. Gestern dann aber auch hier im Gegensatz dessen, das Öl ja aufwertete, beziehungsweise am Preis Dynamik nach oben gewann, hier der Loni mit einem klar negativen Tag. Grundsätzlich hier aber die charttechnische Situation ein Stück weit bullischer. Das heißt, hier mit diesem letzten Tief,
Da sollte es nicht mehr drunter gehen, unter 32, 60 ungefähr. Aber hier mit diesem letzten Tief haben wir hier ein schönes Level ausgearbeitet. Kann man auch hier eine kleine Supportzone sogar schon in den Chart ziehen. Da sollte es auf jeden Fall nicht mehr drunter gehen. Also 1,33 ist eine Marke, die sollte eigentlich halten für den Fall, dass wir überhaupt so tief zurückkommen. Und grundsätzlich wäre hier dann entweder prozyklisch mit einem neuen Hoch ein weiterer Lauf Richtung 1,40 zu erwarten. Oder aber, und das kann man nicht ausschließen, dass wir jetzt noch ein teilweises Hin- und Hergeziehe sehen, dass nochmal leichte Rücksetzer sozusagen hier begünstigen, dass wir ein Stück weit rumpendeln, mehr oder weniger oder tiefere Preise sehen könnten, aber tendenziell hier eine Aufwertung eher zu präferieren ist beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Unterhalb von 1,3260 muss man meines Erachtens dann aber durchaus wieder mit schwächeren Preisen rechnen. Dann lockt wieder die Marke von 1,3064, 1,30 und dann wird auch dieser Aufwärtstrend hier sicherlich ein Thema werden. Man muss immer beide Szenarien in petto haben. Sie wissen das, als Händler, als Trader braucht man immer eine Alternation, ab wann das Setup gescheitert ist. Und das wäre hier zum Beispiel unter 1,3260 der Fall. Dann könnte es hier zu einem Test dieser Aufwärtstrendlinie seit Mai kommen, dieser Supportzone 1,30, 1,3064. Und dann wäre theoretisch durchaus von da ausgehend wieder die Möglichkeit gegeben, nach oben anzuziehen. Aber das muss man erstmal abwarten, ob der Preis des Währungspaares hier überhaupt so tief zurücksetzt. Ich wäre nicht überrascht, wenn es eben gar nicht so tief kommt, sondern wir hier schon deutlich über 1,33, 1,34 vielmehr dann nach oben aufdrehen. Genau. Das im Prinzip heute mal zur Beschau des doppelten Pärchens, hätte ich fast gesagt, des Korrelationsverhältnisses US-Dollar-Cad und WTI-Öl. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, wenn Sie mögen. Heute Nachmittag gibt es noch das JFD-Devisenradar-Webinar. Schalten Sie ein, kostenfrei, 15 bis 16 Uhr. Und ansonsten natürlich sind wir auf der WOT vertreten hier. Und da wünsche ich mir natürlich, wenn Sie in Frankfurt sind, dass Sie uns einfach einen Besuch abstatten und hier eben auch mal hautnah faire Transparenz im Trading kennenlernen können. Und das wissen Sie, wenn Sie schon Kunde bei uns sind, dass hier ein einzigartiges Modell gefahren wird und das natürlich auch mit dem Post-Trade-Report jederzeit nachweisbar ist. Also, ich sage danke fürs Zuschauen, meine lieben Zuschauer, wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns heute Nachmittag oder spätestens morgen wieder. Ciao dabei, Ihr Christian Kämmerer.